Ja, hallo, heute wird der Iltis ein bisschen individualisiert. Das heißt, es kommen noch taktische Zeichen drauf. Jeder Verband hat da seine bestimmten Zeichen und Symbole. Bei mir wird es ein Einsatzleitfahrzeug von der Fliegerhorstfeuerwehr. Hier habe ich schon das taktische Zeichen. Das habe ich ja schon mal gezeigt. Das kommt noch auf die Motorhaube und aufs Heck, auf die Seite. Und heute kommt das E1. Einsatzleitfahrzeugzeichen, das gut für alle sichtbar ist auf dem Flugfeld, hinten auf die Plane drauf, so wie es original war. Das wird einfach auflackiert, dazu habe ich mir eine mattweiße Dose geholt und die Schablone habe ich selber ausgeschnitten. Mal schauen, ob wir das sauber aufkriegen. Ein bisschen schwierig, weil die Flächen ja nicht nachgeben. Ich muss auch ein paar Mal machen. Schauen wir mal, ob wir eine Farbkante hinkriegen. Ich habe dreimal mit Verbrauch den Fass hier aus.
Jetzt lassen wir es ein bisschen trocknen, dann kommt der dritte Auftrag und dann ist er schon fertig. Derweil das jetzt trocknet, fixieren wir das vorne auf der Motorhaube, das Verbandsabzeichen, und dann ziehen wir ab und schauen, wie es geworden ist. Neugierig, müssten wir mal noch warten, aber jetzt schauen wir, wie es geworden ist und ziehen die Schablone ab. Vorsichtig abziehen, weil die brauche ich nochmal für die andere Seite. Pizzakarton nehme ich da immer. Bestes Schablonenmaterial, Pizzakarton. Ist okay. Da ist ein bisschen Sprühnebel, aber den kann man noch abwischen. Aber die Konturen sind recht sauber geworden, ich bin zufrieden. Schauen wir noch, wie das vordere geworden ist. Vorsichtig abziehen, weil der Lack ja noch relativ frisch ist. Das ist auch okay.